Disaster. Lieber Disaster, hallo, wie geht's? Ich hoffe gut. Netter junger Mann, ich habe schon ganz viel zu ihm gesagt, Alter. Ich gehe jetzt, muss halt immer alles wiederholen. Wenn ihr wissen wollt, was ich sonst noch zu ihm zu sagen habe, dann zieht euch doch einfach einer der wenigen, der vielen anderen Reaction rein, die ich schon auf ihm gemacht habe. Wir gehen rein mit Jugglers Regenjacke. Auch Regenjacke ist ein schöner Titel, das hört sich deep an. Ich mag Disaster Deep. Möwen kreisen vom Fenster, Wolken hängen tief. Malen im Porträt. Warte mal. Möwen kreisen vom Fenster, Wolken hängen tief. Möwen kreisen vom Fenster, Wolken hängen tief. Malen im Porträt. Hamburg wie OZ. An der Straße zur Nordsee. Opa ist damals geflohen in die Stadt, sah das Tor zur Welt, das offen war. Ja. Mein Kennzeichen ist Doppel-H seit Bobby K. Peter Wagen, Reaper. Alter, wie geil ist die Line. Okay, das ist halt, Disaster ist halt auch, der nimmt einen halt immer auch auf seinem Feeling-Film mit, Digga. Ob man jetzt gerade sich damit krass identifizieren kann oder nicht, was er sagt, aber man ist irgendwie immer sofort drin. Guck mal, mein Kennzeichen ist Doppel-H seit Bobby K. Was ist für eine geile Zeile, Digga? Doppel-H halt, ne? Hansestadt Hamburg natürlich, nicht? Ist der Trecker vorne nass, regnet das. Doppelhaser finde ich eine mega nice Zeile. Also dafür, für die Line gebe ich auf jeden Fall auch einen Punkt und für den Aufbau. Weil direkt nach dieser Zeile kommt auch der Drop von den Trumps rein. Z, nice. An der Straße zur Nordsee. Opa ist damals geflohen in die Stadt, sah das Tor zur Welt, das offen war. Ja. Mein Kennzeichen ist Doppelhaar seit Bobby K. Peter Wagen, Reeperbahn, 3 Promille im Blutkreislauf. Und ich fühle mich wie ein Tourguide auf. Hintermann Salbers und du steigst aus. Realität im Blutkreislauf. Und ich fühle mich wie ein Tourguide auf. Hintermann Salbers und du steigst aus. Wo steigt man aus? Hintermann Salber? 3 Promille im Blutkreislauf. Aber Blutkreislauf, ich fühle mich hier so wie ein Tourguide auf. Da, 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 da. Und du steigst aus. Reime natürlich sehr nice. Er gibt mir auch gerade die Feeling. Läuft er da über die große Freiheit, Reeperbahn? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ich bin gerade richtig hängen geblieben auf hier Spiegel TV. Das habe ich mir letztens reingezogen. Boah, das war wirklich unterhaltsam, Digga. Hier diese zwei Teile. Ich hoffe, da kommt der dritte bald. Die bösen Jungs vom Kiez, Digga. Hier diese. Das war richtig geil. Ohne Spaß. Ich liebe sowas. Teil 1 und Teil 2. Seine Sache. Thomas Born, Digga. Das war ein krasser Typ. Und irgendwie nimmt er mich gerade in diesen Hamburger Film voll mit rein. Und ich fühle mich wie ein Tourguide auf. Hintermann Salbers und du steigst aus. Hinterm Hans Albers. Ach, Hans Albers Platz. Okay, ja gut, keine Ahnung. 3 Promille im Blutkreislauf. Und ich fühle mich wie ein Tourguide auf. Hintermann Salbers und du steigst aus. Realität wollen Touristen nicht sehen. Klassengesellschaft nicht mitten im Leben. AIDS und Hepatit. Realität wollen die nicht sehen. Klassengesellschaft nicht mitten im Leben. Steigst aus. Realität wollen Touristen nicht sehen. Klassengesellschaft nicht mitten im Leben. AIDS und Hepatitis C. Kleine Kids, die sich Stiche geben. Hier werden Opfer zu Tätern. Kennt ihr nicht wie Öffis mit Seegang? Nein, ich meine nicht Hamburg wie Schmidt. Ich rede von Hamburg wie Thälmann. Die einen zu politisch so. Ich glaube, ich check das ja alles gar nicht so krass. Aber das ist halt bei so. Ich krieg trotzdem das Feeling mit, Digga. Öffis mit Seegang. Nein, ich meine nicht Hamburg wie Schmidt. Ich rede von Hamburg wie Thälmann. Die einen schlafen auf Beton. Die anderen fragen nach der Suite. Und beide haben's nicht verdient. Regenjacke, Pfeffers. Das ist auch geil. Die einen schlafen auf Beton, die anderen fragen nach der Suite und beide haben es nicht verdient. Jugglers, ich glaube, es sind doch nur Beatproduzenten, also jetzt niemand, der rappt, oder? Beton, die anderen fragen nach der Suite und beide haben es nicht verdient. Regenjacke, Pfefferspray, HVV und AMG, falsche Liebe, Schlägereien, ey, und unsere Fahnen wehen. Schade, ist jetzt gar nicht so mein Ding, was dieser Drop, der da gerade kommt. Auch dieses das ist so ein bisschen so Samba de Janeiro. Irgendwie crasht es gerade ein bisschen das Feeling so. Auch das ist jetzt so auf so 4 to the floor, so ein bisschen dancy mancy angehaucht. Das gibt mir jetzt gerade brauche vielleicht ein bisschen bei mir. 5-9 Ole Ole in Fred Perry und NB und das ganze Viertel schreit 040 ACAB. Regenjacke, Pfefferspray, HVV und AMG. Falsche Liebe, Schlägereien, ey, und unsere Fahnen wehen. 5-9 Ole Ole in Fred Perry und NB und das ganze. Ist für mich gerade echt schwer. Ich. Irgendwie. Schlägereien, Regenjacke, Pfefferspray. Die anderen fragen nach der Suite und beide haben's nicht verdient. Regenjacke, Pfefferspray, HVV und AMG. Falsche Liebe, Schlägereien, ey, und
Ja, ist leider nicht meins, Digga. Es ist leider, ich glaube, das ist einfach auch so Geschmackssache. Ich würde niemals sagen, dass es das irgendwie schlecht ist oder so, ne? Aber für mich passt das hier gerade nicht rein. Ich weiß, ich glaube, das ist ja wie bei dem anderen Song, den die beiden gemacht haben, was ein absoluter Hit ist. Von Disaster und Jugglers. Wie heißt denn das Ding nochmal? Ich glaube, Disaster-Fans wissen, was ich jetzt für einen Song meine. Der war auch so auf Dancy Mancy angelehnt, Alter. Supergirl. Das kann sehr gut sein. Der war krass, Alter. HVV und AMG, falsche Liebe, Schlägereien. Ey, und unsere Fahnen wehen. 3-5 Leun, Ole, Ole. Infrared Perry und MB. Und das ganze Viertel schreit 040er CAB. Oder. Ich brauche ein bisschen. Ich brauche mal einen Kaffee. Ich rufe mal meine Freundin an. Ja, hallo. Ja, bitte. Ich bin's aus dem Stream. Rudi? Ich bin's so Rudi, Gude. Gude! Wär's Was vielleicht, möchtest du, einen Kaffee? Wäre das vielleicht möglich, dass ich einen Kaffee bekomme? Mit extra Schuss? Nee, noch nicht. Naja, ich mach dir einen. Danke, Schatz. Tschö. Ciao. Und das ganze Viertel schreit 040er CAB. Oh, ja, jetzt zweite Part wahrscheinlich wieder besser als die Hook. Das hab ich hier nie gesehen. Und Brüllgewalt hat es nie. CAB. Olaf, hab ich hier nie gesehen. Und Brüllgewalt hat es nie gegeben. Genauso wenig wie Nieselregen. Seid ihr Typ von meiner Aussage? geil. Diese Ironie ist geil. Gewalt hat es nie gegeben. Olaf, hab ich hier. Aber was sagt der Olaf? Nie gesehen. Schrei, 040. Was ist das erste Wort, was er sagt? Olaf? CAB. Olaf, hab ich hier nie gesehen. Und Bullengewalt hat es nie gegeben. Bullengewalt hat es nie gegeben. Genauso wie Nieselregen. Das ist zwei Punkte. Diese Ironie mag ich und auch diese Pause und so. Und auch gerade noch, weil die Line natürlich unfassbar krass funktioniert, weil er aus Hamburg kommt. Ach, Olaf Scholz hab ich nie gesehen. Olaf, hab ich hier nie gesehen. Und Bullengewalt hat es nie gegeben. Genauso wenig wie Nieselregen. Seit der Typ von meiner Haus, als ich die Pulsadern geöffnet hab, google die Scheiße auf dem Land. Doch alles andere als Hamburgs Affäre. Wir freunden uns nicht an. Oh, das ist gut. Seitdem der Typ sich vom Haus die Pulsadern aufgeschlitzt hat, google ich Häuser auf dem Land. Aber doch alles andere ist Affäre. Wir freunden uns nicht an, Digga. Das ist auch kombiniert mit dem Flow. Das ist eigentlich auch schon wieder zwei Punkte, Alter. Geöffnet hat, google die Scheiße auf dem Land. Doch alles andere als Hamburgs Affäre. Wir freunden uns nicht an, bauen Träume auf den Sand. Laufen durch den Kiez, Digga, ab und an gar nicht zu glauben, was man sieht. Die Frau, da zieht eine Nadel auf und schießt. Der Mann, da spielt traurige Musik. Von Wettkampf gefärbte Fassaden. Wohne in meinem Block in der ersten Etage und sehe aus dem Fenster am Flur nur die letzten 11 Jahre die Herbertstraße. Bin hier mit fast allem per Du. Du weißt, wo du mich findest, falls du mich suchst. Weißt, wo ich mich finde, falls ich mich such. Die ein. Das ist auch gut. Das liebe ich auch, dieses. Der Lauteste im Raum ist der Unsicherste. Und ich bin der Lauteste im Raum. Ich hab es versucht. Du weißt, wo du mich findest, falls du mich suchst. Und ich weiß, wo ich mich finde, falls ich mich suchst. Das ist irgendwie cool, Digga. Findest, falls du mich suchst, weißt, wo ich mich finde. Das ist eine Hommage an eine Teile von ihm, okay, weiß ich nicht. Finde, falls ich mich such. Die einen schlafen auf Beton, die anderen fragen nach der Suite und beide haben's nicht verdient. Regenjacke, Pfefferspray, HVV und... Warum diese Hook, Bro? Also ich meine, klar, ich meine, die Jugglers und so, die wollen da auch irgendwie ihre Elemente mit einbringen. Ich verstehe das voll, wenn ihr da zusammen irgendwie eine Kollabo macht und so. Ich kann das schon verstehen, so, ne? Ich will, wie gesagt, auch nicht sagen, dass es scheiße ist. Vielen lieben. Da musst du halt deinen Mund, deinen kleinen süßen Mund aufmachen, Schatz. Wir haben keinen Kaffee mehr. So, und eben Abbruch. Ja. Ciao. Gut. Ich mach das Ding jetzt hier, ich riegel's ab. Tut mir leid, Jannis. Scheiße. Du fühlst dich müde und ausgelaugt? Dann ist jetzt... Den Koffeinkick? Was für ein Glück, dass bald die Holy Black Week beginnt. Ja, weiter. Ich muss nachgucken. Es gibt auf jeden Fall drei krasse, nice Holy-Sorten, passend zur Black Week. Oh, warte.
Und was wäre ich denn für ein Partner, wenn ich diese nicht sofort griffbereit hätte? Komm, lies vor. Was, ich hab ein bisschen Delay, du musst in die Kamera halten. Ja, das also kann ich leider nicht lesen. Wildberry Wolf. Natürlich, es ist der Wildberry Wolf. Und das hier ist der Woodruff Wolf. Für die, die es nicht wissen, Woodruff ist Waldmeister. Und das und dann hier... dann haben wir noch den Bubblegum Butterfly. Das ist ja schon eigentlich krass. Der ist für kurze Zeit zurück, also schlagt zu, wenn ihr den wollt. Wie ich bei der Mieze. Ja, du schlägst immer zu. Die Sorten kommen ab 19. November um 16 Uhr in den Store. Und dann habt ihr bis zum 28. Zeit, euch diese geilen Sorten Alter, zu näken. Natürlich gibt es auch die geilen ausverkauften Sorten. Hoffentlich in der... Nee, während der Black Week wieder in Stock. Zum Beispiel den Raptor, den Gorilla und den Camel. Camel-Toe. Die ihr natürlich alle kennt. Na klar. Gut, das ist doch sehr lieb. Vielen lieben Dank an Mieze. Das war dein Moment deines Lebens. Wie soll ich jetzt weiterleben? Das war der Peak. Ja. Jetzt, also ganz ehrlich, was soll jetzt noch kommen? Ja. Es ist jetzt wirklich, es ist jetzt, jetzt beginnt eine schwere Zeit in deinem Leben. Ja. Ja. Tweet und beide haben's nicht verdient. Regenjacke, Pfefferspray, HVV und AMG. Falsche Liebe, Schlägerei. Hey, und unsere Fahnen wehen. Weil das ist auch, ich verstehe das Feeling gar nicht, was da drüber gebracht werden soll, weil. Kannst du auf diesen Song, guck mal, was er da sagt in der Hook, das ist ja voll ernst und voll real und so, ne? Und irgendwie, du wenn du das hörst, willst du doch dazu dich tanzen, aber du musst doch zu so einer Mucke tanzen. 3, 5, 9, Ole, Ole, in Fred Perry und NB. Und das ganze Viertel schreit, 040 ACAB. Regenjacke, Pfefferspray, HVV und AMG. Falsche Liebe, Schlägereien, ey, und unsere Fahnen wehen. 3, 5, 9, Ole, Ole, in Fred Perry und NB. Und das ganze Viertel schreit, 040 ACAB. Also alles lyrisch gesehen natürlich wieder extra klasse, so Desaster, mega krass, also ne, ich bin ein riesen Fan und der Song ist auch nice, also auf jeden Fall so, es hat auch punktemäßig echt gut was da geht, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Punkte habe ich für diese Nummer gegeben und zu Hook habe ich ja alles gesagt, ist halt am Ende des Tages Geschmackssache so, ne. Once again, back is the incredible.